Natur braucht keine Welt. Natur ist etwas im aller Schöpfertum, das in allem eindringlich ist. Mensch ebenso ein Teil von dem aller Schöpfertum. Ein Schöpferkraftwesen. Und nun ist da die Welt, dieses, welche Mensch erschaffen hat. Der Erschaffer ist quasi ein Mensch, welcher im Schöpfen erschöpft ist. Erschöpfen, erschaffen. Und so ich jedoch im Schöpfen bleibe, ohne dabei mich am Schöpfen erschöpfen, sondern so schöpfen, dass ich im Schöpferbalance bleibe. Dann ist Mensch balanciert, als Schöpfer im Schöpfertum, im aller Schöpfertum. Und so ist es eben das Wort geben, eine Schöpferkraftgabe, welche Menschen möglich ist, geben. Und so Mensch in diesem Geben sich vergibt, dann ist das Geben gestört, das Geben aus der Balance geworfen und Mensch wandelt in einen vergeblichen Erschaffer. Einer, der aus der Vergebung heraus, in der Versuchung drin, etwas zu erschaffen. So Mensch jedoch im Wortgeben unvergeblich ist, unversehrt, heil bleibt dabei, weil Mensch im Wortgeben im Einklang ist, eindeutig ist im Schöpfertum. So jedoch dieses Wortgeben in eine vergebliche Lage, Falle, gerät, dann ist die Antwort verantwortet. Pervertiert, versehrt, sehr mit Fair durchtrieben, im Geben das Vergeben, wie das Wortgeben im Verantworten, Tragen, Tragödie auch durchtrieben ist. Mit dem Fair, mit der Silbe Fair, mit der Verdringlichung in eindringlicher Kraft, welche im Allem ist. Jo.